Das ist das Biomasseheizkraftwerk Sitzenheim 1. Direkt daneben entsteht derzeit das neue, deutlich größere Biomasseheizkraftwerk Sitzenheim 2. Hier werden aus Hackschnitzeln ab diesem Herbst Wärme und Strom produziert. Das ist ein ganz wichtiger Baustein, Sitzenheim 2, zur Dekarbonisierung der Fernwärme. Wir wollen den Anteil der grünen Fernwärme, der klimafreundlichen Fernwärme steigern. Und mit Sitzenheim 2 gelingt uns das von 30% auf 40%. Das ist ein wichtiger Schritt für die Wärmeversorgung, auch für die Stromversorgung. Immerhin 9000 Haushalte, das ist schon ein beträchtlicher Anteil. Und der biogene Anteil wird erheblich aufgefahren, auch im Netz der Salzburger AG. Genau das sind die Maßnahmen, die wir brauchen. Konkrete Maßnahmen, die auch tatsächlich umgesetzt werden. Ich bin sehr beeindruckt von diesem Bauwerk, von der Geschwindigkeit, von der Technik. Seit wenigen Tagen lodert hier das erste kleine Flämmchen im Kessel. So wird die Anlage langsam erwärmt und über viele Wochen hinweg auf die künftige Betriebstemperatur gebracht. Bis der Vollbetrieb laufen kann, gibt es aber noch einiges zu tun. Die Fertigstellungsarbeiten beziehen sich jetzt auf Isolierarbeiten, letzte Rohrverbindungen, die geschlossen werden. Die Anbindung der Turbine, die ist noch voll im Gang. Das heißt, Generator und Turbine sind noch nicht miteinander verbunden und sind in Arbeit. Die Fertigstellung der Außenanlagen ist im Gange. Hier wird also der gesamte Lagerplatz neu aufgebaut und fertiggestellt. Spätestens im Herbst ist alles im Vollbetrieb. Wir wollen auch die Heizsaison dann schon nutzen. Strom wird schon etwas vorher erzeugt. Also es wird jetzt warm hier in Sitzenheim. Das ist aber nicht genug. Das Greentech-Unternehmen Salzburger AG arbeitet auch in den nächsten Monaten und Jahren weiter an der grünen Wärme- und Stromversorgung von Stadt und Land. Es kommt jetzt im Kontext der Fernwärme zum Beispiel in der Planung das Auskopplungsprojekt mit einem großen Kunden, der Firma Kendall, wo wir Wärme sozusagen abnehmen können. Es gibt das Ringschlussprojekt, dass wir wirklich auch die Leitungsversorgungssicherheit mit der Fernwärme rund um die Stadt sind. Da haben wir noch einiges vor, aber auch abseits der Fernwärme ist die Energiewende ein großes Thema. Denken Sie ans Thema Mobilitätswende, wo wir viel vorhaben im öffentlichen Verkehr. Denken Sie ans Thema Wasserkraftwerke. Denken Sie an andere erneuerbare Erzeugungsformen. Wie gesagt, wir arbeiten dran.